filter deine Ionisierer sowie ein Wasserfilter Schadstoffe aus dem Wasser? Also ein Wasserfilter ist grundsätzlich was anderes als ein Wasserionisierer. Der elektrische Wasserionisierer filtert zwar Wasser dadurch, dass er saures von basischem Wasser trennt. Das kann man als Filtervorgang, der auch durch eine Membran stattfindet, wie in einem Filter, beseitigen. Die meisten Wasserionisierer, zumindest die Durchflussgeräte, die haben eingebaute Filter, weil es macht natürlich keinen Sinn, ein Trinkwasser aufzubereiten, sozusagen aufzupimpen, wenn das Schadstoffe enthält. Dadurch mache ich ein schadstoffhaltiges Wasser noch biologisch wirksamer, das wäre unsinnig. Deswegen haben die eigentlich alle immer die Erfordernis, dass das Wasser, bevor es überhaupt der Wasserionisierung zugeführt wird, gereinigt wird, sodass keine Schadstoffe mehr drin sind.